Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Sind Sie Jasper Christensen? Wer seid ihr? Ja, das mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber ich bin ihr Urenkel. Hm? Ihr kommt aus der Zukunft. Ich weiß. Das mag jetzt verrückt klingen. Ich glaub's selber nicht. Aber es ist. Es funktioniert! Es hat geklappt! Es funktioniert! Alles gut bei Ihnen? Hä? Ist alles okay? Oh, was? Okay. Ich bin Kay. Ich bin froh, ich bin glücklich. Alles ist wunderbar. So lange habe ich es schon probiert. Der Zeithelm, das Pinocchio und nichts hat funktioniert. Aber jetzt seid ihr hier. Wie seid ihr hergekommen? Nun erzählt es mir. Sprecht! Ja, deswegen sind wir ja da. Wollen mit Ihnen über das Wurmloch sprechen? Das Wurmloch! Oh! Es funktioniert! All die Jahre zahlen sich jetzt aus. All die Jahre. Herr Christensen, wir müssen mit Ihnen reden. Genau das ist unser Dilemma. Verstehen Sie? Sie haben irgendwas gemacht, was die ganze Welt beeinflusst. Wissen Sie vielleicht, was... Ihr bringt mich da in eine furchtbare Situation. Na, Sie müssen sich da keine Vorwürfe machen. Sie können ja nicht wissen, was... Ich weiß, was der Auslöser ist. Echt? Ihr müsst wissen, ich hatte eine Frau, Martha. Sie war wunderbar. Jede Nacht, wenn ich einschlief, hielt ich sie in meinen Armen. Und so war am Morgen das Erste, was ich sah, meine Martha. 20 Jahre lang. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Ja, manchmal, da findet man die große Liebe seines Lebens. Wie oft denke ich an sie? An ihre schönen Hände, die kleinen Ohren, den viel zu ernsten Mund und ihre Augen. Und dann kam die Pest. Sie war erst 42, als die Pest sie von mir nahm. Seitdem mache ich nichts anderes, als zu versuchen, sie zurückzuholen. Sie noch einmal in meinen Armen zu spüren und festzuhalten. Mit dem Wurmloch. Da könnte ich es schaffen, nicht wahr? Und nun kommt ihr und sagt, dass ich es nicht nutzen darf. Das kann ich nicht. Das kann ich einfach nicht.
Wisst ihr, wie es ist? Wenn man etwas so sehr ersehnt, dass man es einfach nicht in Worte fassen mag. Das. Oh ja. Versteht ihr also, dass ich euch diesen Gefallen nicht tun kann? Schau mal. Oh Gott. Was ist das? Das hier, das bin ich und meine Schwester, Jette. Du kannst es doch nicht ernsthaft wollen, dass wir deine Nachfahren leiden. Das kannst du doch nicht wollen, oder? Sie sieht ja so ähnlich. Manchmal muss man loslassen können. Auch wenn es schwer ist. Lasse, wenn er nicht zurückgeht und seine Frau nicht wieder sieht, dann heißt es dort das. Ja, Dietrich. Das will bedeuten, dass ich nie geboren werde. Und Jette auch. Aber was ist schon das Schicksal eines Menschen? Für das der ganzen Menschheit. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Das? Wie ist das möglich? Hey, hey. Ihr Lieben, vielen Dank für euren Besuch und dafür, dass ihr mir die Augen geöffnet habt. Wenn euch dieser Brief erreicht, ist der Plan aufgegangen. Ich konnte die Einsamkeit nicht ertragen. Ich musste mich zumindest noch von Martha verabschieden. Nur einmal wollte ich sie noch in den Armen halten. Doch statt sie mitzunehmen in meine Zeit, habe ich mir die Chance nicht nehmen lassen, Nachfahren mit ihr zu zeugen. Was hat er? Ich hoffe daher, dass die Welt keinen unüberwindbaren Schaden erhalten hat. Dein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater, Jasper. Lasse. Hast du das dann vielleicht auch Jette? Ja, genau. Ist was? Jette. Jette? Ja, das kommt jetzt unerwartet, ha? So schön, dich zu sehen. Ich dachte, wir hätten irgendwas verändert. Was redest du da? Gar nichts. Ja, Volle, jetzt ist aber auch hier mal. Jette? Jette, Jette, mit wem hast du da gequatscht vorhin draußen? Na, mit unserem Mitbewohner, ich mach mal Kaffee. Ja, was ist das? 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 Ja, was ist das?
Fuck.